Hallo meine lieben Freunde zu einer neuen Serie hier auf Let's Play mit Sebi. In dem Fall wäre es Sebi testet. Ich werde für eine gewisse Zeit, ich denke jetzt mal so ein, zwei Monate, jedes Wochenende einen Sebi testet Part hochladen, wo ich immer ein Spiel mal testen werde. Und auch mit, wie man sieht, mit Facecam. Das heißt, ihr könnt mich auch mal beim Spielen sehen. Und heute habe ich mir vorgenommen, Minecraft, Link und das verzauberte Schwert, eine Adventure-Mod für Minecraft. Und ja, wir sind Singleplayer, Link and the Enchanted Sword. Mit dem Spiel fangen wir an, das ist mein erstes Let's Test sozusagen, also Sebi testet ist ja die Reihe. Aber ja, schaut mal zu, bevor ich es vergesse, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich vielleicht so testen könnte, an Spielen oder so, sagt einfach mal Bescheid. Ich freue mich über jeden Vorschlag von euch. Schreibt mir einfach in die Kommentare, schreibt mir über Facebook, schreibt mir über YouTube oder wo oder Skype, wer weiß, wo ihr mich alle geaddet habt. Schaut einfach mal da rein und so und schreibt mir einfach mal, wenn ihr irgendein Spiel interessant findet, wo ihr sagt, hör mal, das könntest du ja mal machen. Gut, dann werden wir direkt mal mit dem Spiel anfangen. Loading Level. So. Yo, hello. Hallo. Ah, ich bin ja schon mal runtergelaufen. Und zwar... Zack, gehen wir mal kurz hoch. Zack. So. Hallihallöchen. Bevor du das dein Haus verlässt, geh in den Keller. Okay, also wir sollen in den Keller. Keller, bam. So. Story. Nachdem Link mal wieder das Land von allem Bösen befreit hatte, erhielt er von einem Boten des Königs die Nachricht, dass er sich sofort zum Schloss begeben solle. Okay. Regeln. Keine Blöcke außer weißer Wolle zerstören. Setzen. Spiele mindestens auf easy, ist klar. Keine Hacks und so weiter nutzen. Das geht klar. Also wir haben dann haben wir logischerweise unser ganzes Zeug. Aber da ist noch wenig drinne. So. Nur vorneweg für euch, ich bin kein Minecraft-Zocker. Gar nicht. Das habe ich einmal jetzt benutzt für, da ist ja gar nichts drin. Okay. Mist, nichts drin. Nein, also ich bin ja eigentlich kein Minecraft-Zocker. Bin ich ehrlich, geht bei mir eigentlich gar nicht. Aber wir wollen da jetzt nicht weiter spezifisch drauf gehen. What the fuck? Okay, also das ist eine Melodie. Nicht schlecht, das war die typische Zelda-Melodie. Gut, da draußen sieht aber schön aus. Nice. Ja, wie gesagt, ich bin kein Minecraft-Zocker. Ich hoffe, das merkt man nicht zu arg, aber das ist jetzt das zweite Mal in meinem Leben, da ich Minecraft zocke. Geiler Sound. Okay. Und keine Waffe, kein gar nichts. Ja, das ist schon mal gut. Keine Waffe, kein gar nichts und einfach mal rauslatschen. Zeldas Haus. Fein. Hallo. Jemand da? Hallo? Ein Bett, ja, gut, nix los hier. Wir werden uns natürlich an die Regeln halten, die hier aufgestellt worden sind. Okay, das ist unser Haus, das ist der, davon ist noch ein Haus. Was geht denn hier ab? Haus des Farmers. Ja, gut. Hallihallöchen. Wer bist denn du? Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich hab den Farmer getötet. Okay, ob das jetzt so gut war. Oh. Brot. Brot. Lecker Brot. Oh, lecker Brot. Lecker Brot. Gut. So, lecker Brot. So. Mein Handy macht Mucken. Ich hör's im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht im Part, das Krrrr, wenn das Handy zu nah am Lautsprecher ist, kennt ihr ja bestimmt, aber ich nehme mit Handy meine Facecam auf. Das heißt, ich muss leider so machen. So, Schafe will ich nicht töten. Was denn da? Haus von True Emge. Hallo? Hallo, jemand da? Oh, Musikdisk. Schön, eine Musikdisk. Ups, das war die falsche Taste. Und hier ist nichts drin. Alter, die Sounds sind so cool. Ja, dann spiel mal ab, Junge. Ups.
Now playing C418. Sehr gechillte Musik, muss ich sagen. Hallihallöchen, Chefchen. Gut, kein Hinweis, wo wir jetzt hin sollen. Und dann das Haus hatten wir schon, das hatten wir auch schon, das hatten wir auch schon. Wie gesagt, das ist ja kein Let's Play, das ist nur ein Let's Test. Das heißt, ich teste das ganz kurz mal an. So etwa halbe Stunde bis Stunde werde ich das Spiel mal auf mich nehmen. So. Okay, ein schwarzes Schaf. Da geht's in eine Höhle rein. Okay. Aber bevor ich jetzt hier rausirre, will ich da drin mich lieber noch ein bisschen umschauen. So. Die Musik ist sehr gechillt. Gefällt mir. So, dann gehen wir mal da rein. Ob das ein Fehler ist, weiß ich nicht. So. Phil, what the hell? Wo zum Geier ist Navi? Ja, Navi? Bist du, hallo, Navi, bist du hier irgendwo? Thronsaal. Okay, dann Thronsaal. Lass mich rein. Boah. Halleluja, okay. Listen! Ja, ist ja gut, ist ja gut. So. Der König ist im Moment nicht da, aber er ließ dir von einer Wache ausrichten, dass eine Notiz für dich in seinem Arbeitszimmer liegen soll. Der Schlüssel dafür ist in der Eingangshalle in einem geheimen Raum versteckt. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal einen geheimen Raum suchen. Geht's nicht lang? Privatgemächer des Königs. Oh, sehr schön. Okay, also auf jeden Fall müssen wir einen Geheimgang finden. Räume der Wächter. Okay, und hinter mir hat meine Katze gerade eben ein bisschen Radau gemacht. Okay, geht's da? Nein, das scheint auch nicht. Lass mich raus! Warum? Ich drück doch schon wie ein Wilder da drauf, Mann, Alter. Raus, Mann. Bin ich jetzt tot oder was? Nee, bin ich nicht. Alter, ich habe schon gedacht, da wäre der versteckte Raum drin. Mann. Moment, der hat ja gesagt, in der Eingangshalle. Das heißt, da drin. Wie ihr merkt, ich bin kein Minecraft-Zocker. Ich zock das zum zweiten Mal. Ich kenne mich weder mit der Steuerung noch mit dem Spiel einigermaßen aus. Aber solange es ja irgendwie funktioniert. Zack. Also hier soll irgendwo ein geheimer Raum sein oder so, oder was? Ich darf ja nichts zerstören, außer weißer Wolle hat's gelesen, ne? Okay. Da. Ah. Jawoll, hab's doch gewusst. Warnung, nicht drücken. Nicht drücken. Okay. Ja, Phil! Ist ja gut, ich hör's ja. Nicht drücken. What the? Okay. Ah, geht doch. Den zweiten da auch auf, bitte. So, dankeschön. Ah, eine Truhe. Wunderbar. Schlüssel für die Privaträume des Königs. Okay, dann werden wir die doch mal... Da ist er. Da ist das Ding. Wunderbar. Dann geht's jetzt hier auch wieder raus. So. Oh Gott, ich hasse sowas. Hoch, Junge, hoch. So, gut. Dann hätten wir den Schlüssel für die Privatgemächer. So, und zack, wieder da rein. Das heißt, wir kommen dafür das erste nicht rein, aber wir kommen ja wahrscheinlich in die, das, nö. Der Wächter kommen wir auch nicht rein. Was ist das für ein Schrott? Gut, okay. Ist jetzt irgendwas passiert? Kommen wir jetzt da rein. Hallo? Alter. Ihr seht echt, ich hab kein Minecraft-Feeling hier da. Alter, warum kann ich da nicht... Oh! Gott, leid. Ich hoffe, das darf ich aber, oder? Ich darf mein Ding wieder abbauen. So.
darf ich wieder machen. So. Steht noch irgendwo was dabei? Seine Arbeitszimmer liegen soll. Der Schlüssel dafür ist in der Eingangshalle in einem Geheimraum versteckt. Das haben wir ja schon. Vielleicht nebendran. Ah, da. Es wäre auch richtig, mal richtig hinzugucken. So. Gut. Oh, Moment. Oh, coole Bilder. Das muss ich sagen. Sehr schön. Soll das Hyrule darstellen? Okay. Schlafzimmer des Königs. Okay. Arbeitszimmer des Königs. Da wird wahrscheinlich der Zettel drin sein, den wir brauchen. Gut, würde ich sagen. Da geht's in den Keller runter. WTF. Ich glaube, ich würde sagen, auf und nach unten. Ich habe gesagt nach unten. Ich habe gesagt nach... Leck mich doch. Ihr merkt, ich bin kein Minecraft-Zocker. Ich erwähne es jedes Mal, aber ihr merkt echt, dass ich es nicht bin. Okay, da geht's an sich nicht rein. Da brauchen wir aber... Hallo? Jetzt verarscht mich aber meine Tastatur ganz schön. Meine Tastatur fängt an zu hängen. Mann, das muss doch nicht sein, sowas. Warum? Okay, einfach mal da rein. Seht ihr das? Ich hab die Hände nicht an der Tastatur. Und der Scheiß läuft von alleine. Wunderbar. Warum läufst du von alleine durch die Gegend? Egal. Ich möchte da runter. Ich möchte da... Alter, ich mach gleich was kaputt. Jetzt geht wenigstens die Steuerung wieder. So, jetzt erstmal da runter. Oh, ja, super, wieder was zum Lesen. Notiz des Königs. Link. Da du dich nun schon so oft als unser Held bewiesen hast, bitte ich dich, auch die letzte Gefahr, die noch besteht, aus dem Weg zu räumen. Ein verzaubertes Schwert befindet sich in den Katakomben von Tamriel. Falls dieses Schwert in die falschen Hände gerät, kann es erheblichen Schaden anrichten. Bitte bring dieses Schwert in unseren Besitz, gezeichnet König. PS, der Pfarrer von Tamriel sollte wissen, wo sich der Eingang der Katakomben befinden. It's dangerous to go alone. Take this. Oi. Mach ich da? So gehört sich das doch nicht. Oder doch, so gehört sich das. Ich kenne kein Minecraft. Egal. Nice, wir sehen jetzt endlich Link-mäßig aus. So, cool. So, das Schwertchen hätte ich gerne in der Hand. Wunderbar. Da, 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 da. Gut. Okay, Fanfare, es reicht. Oh, es regnet. Dann schreiten wir doch mal hier voran. Kann nicht schaden, einfach zu laufen. Yeah. Lauf hin und her zurück und töte alle, die dir in den Weg kommen. Wo muss ich eigentlich lang? Ja, sieht doch gut aus. Da ist nichts. Na super, warum gehe ich da rein? Mann, was soll dieser Mist denn? Oh nein. Geh mir nicht auf. Alter Mann. Ist ja gut. Aber ich muss sagen, die Map, die Adventure Map hier ist sehr gut gemacht. Also die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also hier ist auf jeden Fall unser Dorf. Von da kommen wir jetzt. Da in der Höhle war irgendwie nur nix. Da, taratatata. Jetzt sind wir sozusagen auf der Ebene von Hyrule oder so. Gucken wir uns mal hier um. Da drüben geht's rein, yeah. Aber ich
guckt mich erstmal aus. Alter! Dei! Idiot. Lalalalalala. Da oben sieht's. Oh, häng doch nicht. Wo? Da oben. Stirb. So. Sagt stirb, also stirb. Einfach mal den Weg weiter hier laufen. Ich habe keine Ahnung, ob ich eigentlich hier richtig laufe. Egal. Auf ins Wasser. Oder auch nicht. Ich würde ja eher sagen, wir müssen da hoch. Das sieht richtig aus. So. Sind wir jetzt im ersten Dungeon angelangt? Oh, ein Haus. Okay, wir sind schon mal ein bisschen weiter hier. Und du, Alter, du elend Arsch. Komm her, stirb. So, und mein Ding läuft wieder von allein. So, wo sind wir denn? Gästehaus zur wilden... Alter! Ist ja okay. Zur wilden Ente. Gasthaus zur wilden Ente. Was steht da? Safe Point. Goto Gasthaus. Drück T und gib es ein. Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Guten Abend. Ich bin der Sebi und ich bräuchte Nachtquartier. Zu den Betten. Ja, da werde ich glaube ich auch gleich reingehen. Zu den Betten. Ich bitte zu Bett. So. Gut, das heißt Safe Point. Das heißt, wir können hier gerne mal eine Runde knacken. You may not rest. Alter, das sind doch keine Monster in der Gegend, Mann. Das ist doch so sinnlos. Oh. Coolio. Schwert Upgrade. Iron Sword. Sehr cool. Das werde ich doch gleich mal tauschen hier. Bam. Green Powder. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so groß aus, was ich da jetzt alles habe und was ich hier nicht habe. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt... ich wollte dich nicht töten, sorry. Hallihallöchen. Nee, also, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, werde ich wahrscheinlich von Minecraft-Fans, glaube ich, gekillt. Und du bist hier in der Nähe. Deswegen kann ich nicht pennen. Du elender kleiner Drecksack. Oh, stehen hier alles. Geh, Mike. Mann! Lass du mal weg, Mann. Ich will lesen. Kannst maximal Wolle ab. Ja. Geh, schieb dich. So, du kannst maximal 8 Wolle haben. Okay, ich habe keine Wolle, aber... Ein Steg gleich ein Wolle. Zum Zahlen alle Wolle auf dem... platzieren. Und wieder zerstören. Alles klar, aber eigentlich... Ich habe keine Wolle bis jetzt gefunden. Ich merke, ich bin hier nicht so der... What the fuck? What the hell? Die, Junge, die! So, jetzt geh mal hier hoch. So. Ich hoffe, das war das Monster, das... Oh, weißt du, was? Leck mich doch am Arsch, ey. Zu den Betten jetzt aber. So. Hoch. Und jetzt kann ich aber pennen, oder? Dann eben nicht. Ich spiele jetzt einfach so lange, bis ich tot bin, als Letztest hier. Also, mal sehen, wie lange das noch dauert. So, also hier haben wir auf jeden Fall... So. Gut. Ich glaub's ja nicht. Sterbt, Leute, sterbt. Stirb, hallo. Du auch, hab ich gesagt. Autsch. Von wo? Alter. Na, super. Das war ja super. Ja, super. Da sind wir gleich mal tot. Scheiße. Okay. Das heißt, wir können das Ganze nochmal von Anfang machen, oder wie? Gut. Gut, ich werde jetzt mal mein Fazit zu dem ganzen Ding bis jetzt abgeben, weil ich habe ja gesagt, ich spiele so lange, bis ich tot bin, und dann werde ich mein Fazit jetzt dazu abgeben zum ganzen Spiel. Ja, für Minecraft-Nicht-Kenner, also Nicht-Zockers, ist das Spiel eigentlich ganz gut.
Es ist gut gestaltet, gefällt mir schon mal sehr gut. So. Hey, listen, ja. Ist ja okay, da, achso, da war ja nichts drin in den Kisten, ne? Ja, genau, wobei das... Nein, ich hab gar nichts mehr. Ich kann ja gar nichts mehr. Jetzt am Schluss ist gar nichts mehr in den Kisten drin, dann habe ich ein Riesenproblem. So, naja. Wie gesagt, für Nicht-Minecraft-Kenner wie mich ist das Spiel eigentlich sehr gut gemacht. Gefällt mir ganz gut und... Och, nö, oder? Ich habe ja so die Vermutung, dass alles weg ist, was ich hatte. Das heißt, ich darf jetzt wahrscheinlich nochmal ganz von vorne anfangen. Das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Hallo? Gut, danke. Runde mit dir. Da wird wahrscheinlich nichts mehr drin sein. Nein, okay. Gut, dann hat sich das schon mal geklärt. Somit müsste ich eigentlich ohne alles durch den Wald rennen. Auf das habe ich eigentlich keine Lust. Deswegen werde ich mein erstes Test mit Sebi, Sebis Test hier auch beenden, Leute. Nochmal zu meinem Feedback zu dieser Adventure Map. Wie gesagt, ich kenne mich mit Minecraft 0, gar nichts aus. Aber ich finde es schön gemacht mit den ganzen Bildern hier zum Beispiel. Ja, Phil, ist ja gut. Die Umgebung ist sehr gut gemacht. Zelda-Sounds sind mit im Begriffen, das finde ich auch schon mal gut. Also macht sehr viel Fun, schon da durchzulaufen. Wäre ich nicht gestorben, wäre es vielleicht besser gewesen. Ich hätte aufpassen müssen, dass ich nicht nochmal rausgehe. Dann hätte ich vielleicht den Tag, beziehungsweise die Nacht auch überlebt. Aber, naja, was will man machen? Jetzt gehen wir ganz kurz nochmal hier durch. Weil ich finde echt, es ist schön gemacht. Und was läuft da oben für einer rum? Egal. Also, ich finde es sehr gut gemacht, das Ganze hier. Übersichtlich. Man hat hier direkt den Weg gekennzeichnet, wie man zu laufen hat. Auch wenn ich in den Dunkeln nicht gelaufen bin, das letzte Mal. Es wird auf jeden Fall dargestellt, hier musst du lang, mein Junge. Gut, mache ich jetzt auch nochmal kurz. Von den Sounds her ist es gut. Vom Spielerischen her gefällt es mir auch sehr gut. Ich habe jetzt meinen Spaß daran gehabt, auch wenn ich ja, wie gesagt, kein Minecraft-Zocker bin. Ich glaube, das erwähne ich zum 1000. Mal mittlerweile. Was wäre jetzt da drauf gestanden? Weg nach Tamriel. Achtung, Tunnel ist eingestürzt. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal da weiter entlang. So. Achtung, der Tunnel ist eingestürzt. Leider keine Umleitung. Der Weg nach Tamriel bleibt gesperrt. Das heißt, wir kommen eigentlich gar nicht dahin, wo wir müssen, oder? Außer wir gehen jetzt wahrscheinlich den ganzen Berg hier hoch. Was ich aber schon ein bisschen blöde finde jetzt gerade. Ist der ganze Berg versperrt. Das heißt, wir kommen ja eigentlich gar nicht da drumrum. Aber ich glaube, man könnte wahrscheinlich, auch wenn das ziemlich gemogelt ist hier. Ach, geh doch hoch. Ich hab gesagt, da hoch, Mann. Oh, leck mich doch. So, ja, jetzt spiele ich einfach mal kurz weiter, um einfach noch ein bisschen euch die Umgebung hier zu zeigen, weil ihr habt jetzt nicht wirklich viel von dem Ganzen hier gesehen. Deswegen will ich eigentlich schon noch gern was zeigen hier, bevor hier alles einstürzt. So. Ja, ist ja gut, Junge. So, jetzt können wir auf jeden Fall hier oben lang. Das heißt, der Tunnel unter uns ist ja eigentlich eingestürzt. Das heißt, der Tunnel wird irgendwie unterirdisch hier verlaufen. Das heißt, wir haben vielleicht die Möglichkeit hier, indem wir hier außen rumlaufen. Wohl eher ja nicht, oder? Doch, das sieht doch eigentlich recht gut aus. So, gehen wir es mal. Ah, da wird man wahrscheinlich nicht mehr weiter hochkommen, aber da. Ey, das war der Linkssound. Geil. Und wir werden angegriffen. Verdammt. Weg, weg. Von wo werden wir angegriffen? Oder? Wurden wir überhaupt angegriffen? Egal. Egal, ob wir jetzt angegriffen wurden oder nicht. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. Nur mal zu gucken. Hier gibt es aller nichts Wichtiges, so wie es aussieht. Ich wüsste gerne, ob man hier irgendwie dann den Weg jetzt umgehen soll. Kann, muss. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Spiele ich einfach nur mal, bis ich vielleicht nur mal sterbe. Das wäre dann zwar nicht so toll. Ja, super. Aber irgendwie habe ich hier keinen blassen Schimmer, wie man da durchkommen soll. Wolle darf man ja abbauen, hat's gehießen. Aber wahrscheinlich von da unten. Aber ich traue mich jetzt gar nicht, da runter zu springen. Oh, da ist das Schönes. Kann ich mich da nicht irgendwie festhalten? Okay. Verdammt. Ey, da geht's rein. Perfekt. Information links. Okay. Der Tempel des irgendwas.
Und ich werde von irgendwo... Wer schlabbert mich da von der Seite an die ganze Zeit? Wer schlabbert da von der Seite? Wer schlabbert da von der Seite? Egal, wer da schlabbert, ich gehe jetzt einfach weiter. So, gehen wir mal da rein. Das kann ja wohl nicht schaden. So. Ja, jetzt hängt mein Minecraft natürlich wieder komplett. So, jetzt ist es wieder gut. So. Nimm es mit. Nur wenn du tot warst. Oh, ja. Ich war tot. Ey, perfekt. Okay, wir machen das Ganze nur noch ein bisschen länger. Denn wir haben jetzt unser ganzes Zeug wieder. Das heißt, wenn wir tot waren und hierher zurückgekommen sind, heißt das, wir haben... Das ist doch schon mal... Das finde ich doch schon mal sehr nett gemacht hier im Spiel. Dass wir dann letztendlich alles wiederbekommen. Das ist doch schon mal gut. So, unsere Axt hätte ich auch gern wieder. So, jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich nicht wieder sterbe. So, Ebene 1. Pressure Platte. Okay. Das heißt, wir werden wohl irgendwo so eine... Da müssen wir wahrscheinlich die Platte einlegen. Sehr gut. Listen, ja. What the? Stirb. Alter. Wo kam der jetzt her? Ich glaube, ich mach... Kann ich die Tür wieder zumachen? Hallo. Tür zu. Danke. So. Tür zugemacht. Aber jetzt ist da kein Gegner mehr, oder? Weil hier kommen wir auf jeden Fall mal hoch. Okay, das ist doch schon mal... Da hinten ist... Oh, okay. Brauche ich diese komische... Leute, ihr kennt euch da ein bisschen mehr aus mit der Platte hier. Ach Gott, schmeißt das doch nicht weg, Mann. Wenn ich das jetzt hier platziere... Das muss ich auf dem Boden platzieren. Okay, das habe ich gecheckt. Wir müssen das wahrscheinlich da unten platzieren. Oder? Hey, listen. Ja. Hey, ich kenne mich mit Minecraft nicht aus, Mann. Jetzt halt doch mal die Klappe. Ah, okay. Okay, so geht's auch. Ah, gut, dann hätten wir hier wieder was Neues. So, und wenn ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit nicht zwischen meinen Sachen hier rumwechsle, das geht bei mir schlecht, da ich leider gezwungenermaßen mein Mausrad nicht benutzen kann. Nur fürs Nebenbei. So, was heißt jetzt? What? Stirbt man? Gut. Jetzt hätte ich aber gern mein Zeug wieder, so. Okay. Wähle den Weg zur nächsten Prüfung. Oha. Okay. Ich will aber gerne erstmal hier wieder zumachen. Ich will gerne hier zumachen. Geh zu. Egal, dann mache ich halt nicht zu. Links oder rechts? Alte Weisheit, links geht. Dann eben rechts. Leute. Wieso fährt das alles ohne mich weg? Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch gemacht, Leute. Da. Ich bin so blöd. Stirb doch, mein Kumpel. Scheiße, wie blöd. Ja, scheiße, wie blöd. Ich glaube, da muss man einfach E drücken. Ich darf ja nichts zerstören, Mann. Ey, da kommt wieder ein... stirb. Gut, nee, also scheinbar komme ich hier jetzt dann auch nicht weiter, nachdem ich die Dinger da vermasselt habe. Schön. Na schön, dann machen wir es halt anders, dann mir jetzt auch egal. Mann, geht nicht. Geht nicht, Alter. Gut, nee, dann, okay. Okay. Du stirb jetzt, mein Kumpel. Ich werde nicht wieder sterben. Der Tempel ist cool, aber ich will weiterkommen. Das ist doch zum Kotzen hier. Was geht denn hier jetzt ab, Leute? Ich will doch nur einmal sein. Sind die Dinger wieder da? Kaka. Das ist scheiße. Ich will doch nur wieder dahin. Okay. Dann, meine lieben Freunde, werde ich das Ganze doch, genau an der Stelle beenden, da ich nicht weiterkomme, beziehungsweise wahrscheinlich nicht weiterkommen kann, weil ich die Loren da aktiviert habe und die so schnell wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir müssen wohl oder übel das Ganze hier abbrechen. Tschüss, mein Freund. Gut, nee, also hat mir so mal Spaß gemacht, das erste hier. So, und, bist du aber mal ein bisschen ruhig. So, mein Fazit zu dem Ganzen.
Wie schon gesagt, die Stimmung, Atmosphäre ist sehr gut im Spiel. Auch wenn ich kein Minecraft-Fan bin unbedingt, mir hat es jetzt Spaß gemacht, das Ganze eine halbe Stunde hier zu zocken und anzuspielen für euch. Wenn ihr das Spiel gerne auch haben wollt, gebt einfach mal Link in Enchanted Sword in gewissen Suchmaschinen ein, dann werdet ihr schon auf diesen Mod zurückgreifen können. Und ja, das war's von der ersten Sendung. Sebi testet. Schluck auf. Sebi testet und ja, man sieht sich dann demnächst wieder, Leute. Von daher, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, euer Sebi. Und falls ihr ein komplettes Let's Play über dieses sehen wollt, was ich hier gespielt habe, schreibt Bescheid. Ich wäre nicht abgeneigt. Das macht nämlich sehr viel Spaß. Gut, dann meine Leute. Bis dann. Ciao.